Jeder, der in diesen Tagen die A7 entlang fährt, kann mit eigenen Augen sehen, wie das Stromnetz bei uns wächst. Am Fahrbahnrand entstehen gerade sehr viele Leitungsmasten. Und damit könnte das große Problem der schleswig-holsteinischen Windenergie bald Geschichte sein, dass nämlich der Windstrom mangels Leitungskapazität nicht abtransportiert werden kann. Wie weit ist denn die Energiewende auch anderswo bei uns im Norden? Eine Zwischenbilanz. Sie wird einmal die Hauptschlagader für die Energiewende Schleswig-Holsteins sein, sagt der Energiewendeminister. Die Westküstenleitung, mehr als 120 Kilometer Höchstspannungsleitung von Niebüll bis Brunsbüttel, 380 Kilovolt. In 2 Jahren soll sie fertig sein. Von Brunsbüttel bis Heide laufen die Bauarbeiten schon. Jetzt ist der 3. Abschnitt von Heide bis Husum baureif. 46 Kilometer nur, allerdings der wichtigste und naturschutzrechtlich auch komplizierteste Abschnitt, sagt Minister Habeck. Und ist mächtig stolz darauf, dass die Planfeststellung nach nur 2,5 Jahren gelungen ist. Dem vorangegangen waren etliche Bürgerbeteiligungsforen. Das ist letztlich ein fantastisches Zeichen, dass eine Demokratie auch in der Lage ist, schwierigste Entscheidungen in einer dann doch großen gemeinschaftlichen Solidarität zu treffen. Eine Solidarität und Akzeptanz, die auch hätte kippen können. Denn wir produzieren immer noch mehr Windstrom, als wir abtransportieren können. Das zieht Entschädigungszahlungen an die Windmüller nach sich. Etwa 300 Millionen Euro waren es 2015. Geld für Wegwerfstrom. Das ist einer der ärgerlichsten Punkte, der auch unnötig ist, weil wir diesen Strom ja gut verwenden könnten in den Bereichen Verkehr, Wärme, Speicher, Umwandlung in Wasserstoff und so weiter. Die Bundesregierung macht den Weg dafür nicht frei. Denn das würde bedeuten, dass Unternehmen zum Beispiel vor Ort den Strom kurzfristig zu günstigeren Preisen kaufen können. Das möchte der Bund vermeiden, um keine neuen Subventionen zu schaffen, sagt Habeck. Im Moment besteht für die Unternehmen also kein Anreiz, den Strom zu kaufen. Doch es gibt eine erste Entwarnung. Im vergangenen Jahr wurde bei uns zwar 10% mehr Windstrom produziert, aber gleichzeitig, weil der Netzausbau vorangeht, auch 10% weniger Entschädigungen gezahlt. Jetzt sind es noch 266 Millionen Euro. Das sind ja ganz schlechte Kosten, dass ich für etwas Einspeisevergütung bezahle, was letztlich volkswirtschaftlich keinen Nutzen hat. Und insofern entlastet das wieder. In welcher Größenordnung, das müssen wir sehen in 5 Jahren, wo wir da landen. Man darf dabei auch nicht vergessen, dass Deutschland nach wie vor ungefähr 60 Milliarden Euro fossile Brennstoffe importiert. Das ist wirklich im Vergleich am einiges mehr. Und diese 300 Millionen sind ärgerlich, oder 260 Millionen sind ärgerlich, aber im Großen und Ganzen ist es das wert. Ende 2019 soll die Westküstenleitung also in Betrieb sein. Damit nähern sich Windkraftausbau und Stromnetzausbau endlich an.